Forschung muss und darf nicht immer in den gleichen Bahnen verlaufen. Von unseren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ist deshalb Beweglichkeit gefragt. Wir brauchen auch mutiges und gar riskantes Denken mit innovativen Methoden, um Neuland zu beschreiten und mit gewagten Fragen, das Risiko des Scheiterns eingeschlossen. Deswegen haben wir bundesweit einmalig den Preis für mutige Wissenschaft 2016 eingeführt. Und mit diesem Preis rücken wir erfolgreiche junge Forscherinnen und Forscher in den Fokus, die unkonventionelle Ansätze verfolgen und nicht selten gegen Widerstände verfolgt haben. Und diese Beschreibung passt genau zur diesjährigen Preisträgerin Dr. Jenny Wagner. Dr. Wagner hat von Beginn ihrer Karriere an hohes Risiko durch den Sprung zwischen den wissenschaftlichen Feldern bewiesen. Von ihrem Start in der Teilchenphysik zur Promotion in den Lebenswissenschaften bis zu ihrer Arbeit als Quereinsteigerin in der Kosmologie. Und seit den letzten Jahren propagiert Frau Dr. Wagner einen Zugang zur mysteriösen Frage der dunklen Materie. Und wegen ihrer Verwendung von eigenartigen Methoden in ihrer Forschung wird sie regelmäßig für den innovativen Wert ihres Zugangs gelobt. Für unsere Jury war daher klar, Dr. Wagner ist ein Perfect Match für diesen Preis. Das Haus der Astronomie bei Heidelberg. Über ihre Forschung hält auch Jenny Wagner hier Vorträge. Sie ist Physikerin, Mathematikerin und Kosmologin. Nach Diplom am CERN und Promotion im Bereich Lebenswissenschaften zog es sie ans Zentrum für Astronomie an der Universität Heidelberg. Ein eher ungewöhnlicher Quereinstieg in die Kosmologie. Ich denke, im Endeffekt hat es mir genau einen sehr unbedarften und naiven Blick auf Phänomene erlaubt, die andere Leute, die bereits in der Kosmologie geboren wurden, sage ich mal, die diesen Blick nicht haben konnten, weil sie auf eine gewisse Art und Weise geschult wurden, Phänomene zu sehen. Und ich kam von außen und ich sah das anders. Woraus sich das Universum genau zusammensetzt, ist größtenteils noch unbekannt. Rund 70% werden einer sogenannten dunklen Energie zugeschrieben. Die bekannten Teilchen, die Materie, machen weniger als 5% des Universums aus. Der Rest ist dunkle Materie, also Materie, die nicht mit Licht wechselwirkt. Diese dunkle Masse will Jenny Wagner genauer bestimmen. Ihr wissenschaftlicher Ansatz? Anhand von Gravitationslinsen wie Galaxien oder Galaxienhaufen lokale Daten gewinnen. Das Interessanteste für uns ist momentan zu wissen, wo steckt die Dunkelmaterie und wie viel dunkle Materie steckt in einer solchen Gravitationslinse. Denn eine Gravitationslinse besteht zu einem Teil aus leuchtender Materie, die können wir sehen. Da können wir auch mit Hilfe einer astrophysikalischen Relation aus der Helligkeitsverteilung dieser Galaxien oder auch dieser einzelnen Sternenverteilung auf die Masse Rückschlüsse ziehen. Doch die dunkle Materie entzieht sich völlig unserer Beschreibung und daher ist der Gravitationslinseneffekt eine der besten Proben, um diese dunkle Materie nachweisen zu können. Jenny Wagner stützt ihre Forschungen nicht auf Modelle, sondern auf die wenigen realen Daten, die durch Aufnahmen des Hubble-Weltraumteleskops generierbar sind. Damit schwimmt sie gegen den Strom. Wir haben den Mut zur Lücke. Denn die Modellierer gehen davon aus, dass ein Linsenmodell in einem kompletten Areal aufgestellt werden muss. Das heißt, diese Leute möchten gerne eine globale Information über die Gravitationslinse herausfinden. Meine Kollegen und ich haben jedoch festgestellt, dass dieser globale Ansatz leider Annahmen drin hat in Bereichen, in denen wir keine Informationen gewinnen können und diese Annahmen daher erstmal Spekulationen sind. Und der Mut zur Lücke ist nun zu sagen, in diesen Bereichen haben wir keine Daten, wir können keine Informationen gewinnen, also nehmen wir die lokalen Informationen, die uns die Daten geben. Und dann entstehen nun mal Lücken, in denen wir noch nichts wissen. Mir ist es lieber, weniger zu wissen, das dafür aber sicher, anstatt Spekulationen zu haben, die sich hinterher als falsch herausstellen. Denn es ist schwieriger, eine falsche Annahme am Ende zu widerlegen, als etwas Neues zu schaffen. Jenny Wagners Methode geht auf den Ansatz der beobachtungsbasierten Kosmologie von 1985 zurück. Diese Gleichungen füllt sie mit den Daten von heute. Für die Zukunft sieht sie großes Potenzial, denn 2021 soll das neue James-Webb-Weltraumteleskop ins All gebracht werden. Jetzt wird es in den nächsten Jahren sehr viele Beobachtungskampagnen geben, die Daten nehmen werden, die im All zum Beispiel sehr, sehr hohe Qualität haben werden, um sehr genaue Rekonstruktionen zu erlauben. Das heißt, diese lokalen Informationen
werden jetzt nun sehr detailreich und wir werden einen sehr großen Bereich mit lokalen Informationen abdecken können, um möglichst eine Gravitationslinse ganz ausleuchten zu können mit Hilfe dieser lokalen Informationen. Und auch da werden Linsenmodelle sehr, sehr viel zu rechnen haben. Also die Rechenintensität, die unsere Methode hat, ist weitaus geringer als das, was Modelle liefern. Und daher hoffe ich, dass unsere Methode sich in Zukunft durchsetzen wird, weil sie liefert eine eindeutige Lösung, sie liefert effizient eine Lösung und wir können sie auch sehr einfach erweitern. Ideen, wie die beobachtungsbasierte Kosmologie auch auf andere Phänomene im All übertragen werden kann, hat Jenny Wagner auch. Zunächst einmal wäre es mir wichtig, dass dieser Ansatz, diese Idee, dass man möglichst datenbasiert arbeitet, dass der nicht nur für die Gravitationslinsen benutzt wird, sondern auch für eine Vielzahl von anderen Phänomenen, die wir am Universum sehen. Und ich habe mittlerweile ein paar Kollegen kennengelernt, die an anderen Phänomenen auf die gleiche Art und Weise forschen. Und wir hoffen, dass wir uns nach Corona zusammensetzen können, um die einzelnen Puzzleteile auf genau diese Art mal zusammenzusetzen und zu sehen, wie sieht das Bild des Universums aus, wenn wir die Spekulationen oder die noch nicht bestätigten Annahmen alle weglassen können. Das heißt, ich möchte gerne, dass dieser Ansatz in der kompletten Kosmologie vereint wird. Weniger ist manchmal mehr. Jenny Wagner hat den wissenschaftlichen Blick auf die dunkle Materie schon jetzt verändert. Für ihre Arbeit erhält sie den Preis für mutige Wissenschaft. Ich gratuliere Dr. Jenny Wagner herzlich zum Preis für mutige Wissenschaft 2020.